Servus und habe die Ehre. Herzlich willkommen. Ja, diesmal nicht von zu Hause aus, sondern von der Küche. Es geht los. Da darf man jetzt auch gleich Besuch kriegen. Ich habe ein wenig was gekocht und Hunger habe ich und Durst habe ich. Es ist eine wahre Freude. Ja, willkommen. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Und bevor wir loslegen, holt euch was zum Trinken, macht es euch gemütlich. Wir hauen eine ganz geschmeidige Runden mit Evil Dynasty raus. Genau. Und bevor wir hier verdursten, gibt es einmal was zum Trinken. Und zwar einen ganzen Eimer voll. Und was zum Essen. Soll nämlich Fleisch mit Soße geben. Genau. Da haben wir uns einmal drei rein. Oh, herrlich. Genau. Ich habe in der letzten Folge ja gesagt, ich werde eine Runde Wölfe jagen. Das habe ich getan. Einer hat mich da so ein bisschen angeknabbert. Genau. Aber hat hingehaut. Da sind wir durch. Das heißt, wir können mit einem Lasota sprechen und ja, ich habe gekocht. Genau, ihr habt es ja schon gesehen. Hier sind wir 70 Fleisch mit Soße. Drei haben wir uns gerade selber um die Ohren gehauen. Ja, das soll es gewesen sein. 33 Zwiebeln, das bringen wir jetzt mal alles wieder rüber, dass wir hier wieder ordentlich Essen in der Truhe haben. Genau. So. Genau. Dann werden wir ein Lasota. Die Mietflasche haben wir weg. Ah, warte mal, war da was drin? Ich glaube, die ist leer, gell? Ja, die sind leer. Die können wir eigentlich dann ins Lager bringen. Genau, die Zwiebeln müssen noch rüber. Die Teller kommen auch wieder ins Lager. Genau, da werden wir uns dann mal wieder was holen, wenn es denn soweit ist. Und Jolly habe ich ja natürlich da hergestellt, denn mit dem werden wir jetzt gleich losziehen. Und eventuell, ah, die Bronzepfeile können wir weghauen, das können wir auch weghauen. Da kann ich gleich mal nachschauen. Brennholz, naja, schaut so mittelmäßig aus. Das werden wir, also um das werden wir uns auf jeden Fall kümmern müssen. Im Sommer für den Herbst, der Kupfermesser kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, die Pelze kommen weg. Das war noch vor der Jagd. Gut, die Steinpfeile brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die Stöcke können weg. Oh, und wir müssten mal ein bisschen was verkaufen. Denn, passt mal auf, wir haben hier unten 1700 Weizenkorn. Und ich würde sagen, das wird nicht weniger. Wir nehmen jetzt einmal 1500 mit. 1500. Und die verklopert man jetzt. Weg damit. Weg damit. Genau. Die können wir, denke ich, ganz getrost verkaufen. Genau. Leinsamen haben wir auch 1000. Die haben. Wir haben jetzt Frühling, gell? Da müssen wir schauen, weil es gibt nämlich das Problem, dass die da hinten wahrscheinlich noch nicht so weit sind. Nee, warte mal, wir haben Sommer. Wir haben Sommer, nicht Frühling. Wir haben ja schon wieder Sommer. Stimmt. Die haben ja. Die können ja erst wieder im Frühling ansehen. Das ist abgeerntet da hinten. Wir müssen eventuell helfen. Es wird so werden, dass wir helfen müssen. Die kommen hier nicht zu Schuss. Vor allem das Feld hier hinten nicht. Okay, das dürfen wir nicht übersehen. Das haben sie nicht einmal angerührt. Okay. Gut. Heißt aber auch, wir können Sachen abgeben. Also, das heißt, wir brauchen 600 oder 500. Oh, jetzt gehen wir die Puste auch noch aus. Rasimir, bisschen mehr Puste, hä? Genau, wir können theoretisch mehr, noch mehr. Zauber. So, gehen die Puste aus. Wir können Leinsamen mitnehmen, denn wenn wir uns das mal anschauen, wir haben noch 2500 Flachs. Das heißt, wir nehmen den Leinsamen mit. Wo sind wir denn daheim? Hallo, Leinsamen. Hier, da können wir eigentlich auch 1000 mitnehmen. So, sehr schön. Überladen sind wir noch nicht. Dann würde ich sagen, ab auf die wilde Luzi und wir bringen mal schnell das Quest weg. Wie schaut es denn insgesamt aus? Jawohl, noch 300, noch 240 Punkte und dann geht's los. So, dann würde ich sagen, ab zum Lasota. Ist übrigens ein cooler Name, kann man schon mal sagen. Genau. Da geben wir jetzt unser Quest ab und dann verkaufen wir mal alles, was wir haben.
Und für meine Frau, die Prinzessin, werden wir dann einmal schauen, was wir da was zurückbringen. Hopp. Genau. Top. Jetzt haben wir natürlich so viel, dass wir wahrscheinlich wieder eine riesengroße Runde drehen müssen, um das Zeug zu verkaufen. Aber ich verkaufe das einfach gerne selber. Machen wir langsam, Herr Gutster. Da vorne ist er, der Lasota. Jetzt pass auf. Guck mal her. Lasota. 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Pass mal auf. Da ist der. Hallo? Weil wir sind tot. Oh, das ist eine Erleichterung. Ich danke dir vielmals. Wir haben zusammengelegt und eine Belohnung für dich organisiert. Bitte, nimm sie. Danke. Fast 100 Münzen, 8 Eisenpfeile. Optimal. Nächtliches Gejaul ist hiermit abgeschlossen. Jetzt geht's erst einmal zum Verkaufen. Also, mein Gutste. Ich weiß, du bist ja wieder pleite. Zeig mal deine Waren. Jo, du hast das, was ich... du brauchst das, was ich habe. Und zwar alles. Zack. Leute, Wiederschauen. Mach's gut, mein Gutste. Dann. Auf geht's zum nächsten Dantler. Heute haben wir hier noch irgendjemanden sitzen. Nee. Gut, dann rein zum Edwin. Edwin. Zeig mal deine Ware. Es ist sehr schön, dass du das hast. Ich habe auch einen Haufen Zeug. So. Du bist wieder pleite und ich um 1000 reicher. Wiederschauen. Mir euren Bazis. So, dann. Ihr hier noch ein bisschen was anderen? Komm mal her. Zeig mal deine Waren. Meine eigentlich auch nicht. Und deswegen brauchst du Leinsamen. Du kannst Leinsamenbrot machen ohne Ende. Mach's gut. So, und unser Kuhhändler. Händler. So bei mir. Zeig mal deine Ware. Jetzt bin ich mir überlegen, wir haben ja noch so viel Zeug, das da noch rausspringt, ob man die nicht sinnvollerweise in Bäume investieren. Ich glaube, wir investieren das in Bäume. Wir haben so viel Pulver. Wir investieren in Bäume. Jetzt passt's auf. Hey! Edwin, zeig mal deine Ware. Wir holen uns da das 6 Stück, die kaufen wir uns. Zack, 11 Birnbaum, da kaufen wir uns auch 6 Stück. Dann Hopfen, da kaufen wir uns ein paar mehr. Da kaufen wir uns 12. Wir haben wieder 4x4, 16. 16 kaufen wir uns da? Ah, nicht Hopfen. Hopfensetzlinge natürlich. Hopfensetzlinge. Das war ein Schmarrn. Hopfensetzlinge. Wie viel hat der? 7 Stück. Dann nehmen wir die 7 Stück mit. So. Ah. Jetzt bin ich pleite. Warte mal. So. Jetzt bist du wieder pleite. Hihi. So. Das Spiel können wir noch eine Zeit lang betreiben. Hier kaufen wir uns auch 6 Stück. Und... Pflaumensetzling kaufen wir uns auch 6 Stück. Dann haben wir alles, oder? Jupp. Dann verkaufen wir ihm noch unser letztes Weizenkorn. Und wir haben immer noch 4.500. Das heißt, man sollte eigentlich da ganz gut rundum kommen, was das Geld angeht. Den Holzbecher, den kriegst du. Die Fackel kriegst du auch. Die brauchen wir alle nicht. Eisenpfeile polpen wir uns. Die brauchen wir mehr, falls wir mal anmessen. Gut. Haben wir sonst noch was, was wir verkaufen wollen? Nein. Okay. Dann lebe wohl, mein Gutster. Dann haben wir das jetzt auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir mit dem Wollrad sprechen. Das ist eine ganz schöne Reise. Ich habe nur Angst. Wir haben nämlich jetzt 9 Uhr. Jetzt, wenn der Dialog recht lang dauert, dann kommen wir da in die andere Jahreszeit rein. Eventuell. Und das ist nicht gut. Wer bist denn du? Hallo? Wer bist denn du? Hallo? Wer bist denn du? Stopp mal. Die stellen wir mal so richtig schön weg. Wer bist denn du? Leopolda? Du gehörst doch zu uns? Jo, die Leopolda gehört zu uns. Oh ja. Ich werde einkaufen gehen.
Das heißt, das werden wir dann im Sommer machen. Jetzt heißt es dann erst einmal die Hopfensetzlinge aussetzen. Die werden wir auf jeden Fall raus da. Und da schauen wir mal. Die sollten eigentlich, wenn alles gut geht, da oben nochmal ein ganzes Stück grüner werden lassen. Ups, da mal einer. So. Im Winter werden wir wieder Steinwelle bauen. So. Das machen wir jetzt gleich. Da hoch und da links. Und dann müssen wir uns um... Hey, ihr Knipse. Macht sie mal vorsichtig. Nicht mit den Steckern. Nö, da ist ja richtig... Geht der Bank. Da ist ja richtig was los. Da sehe ich einmal unseren... Unser Hotte hier mal so ein bisschen im Schatten. Bist du im Schatten? Hey, caramba. War wieder so klar. Den machen wir da. Da gehst her. Da kannst du mal abkühlen. Ist ja mitten im Sommer. Wie schaut es denn eigentlich bei uns aus? Temperaturmäßig? Oh, ziemlich an der Grenze. Ist aber nicht so schlimm. Wir pflanzen jetzt Hopfen an. Oh, das habe ich ganz übersehen. Haben wir denn irgendwelche Leute, die ihrem Beruf nicht nachgehen können? Haben wir... Nee. Aber das wird jetzt dann. Das wird jetzt dann. Da haben wir dann auf jeden Fall einige, die... Sieben. So, jetzt lass mal Obacht. Hopfen. Mein Gutster. Hopfen. Hopfen und Malz. Nee. Eins. Zwei. Sehr schön. Drei und vier. Und irgendwann sollte dann... Haben wir noch drei? Ah ja. Genau. Dann haben wir noch vier Setzlinge. Fünf Setzlinge, die wir noch brauchen. So. Da ich mich ja kenne, bitte merkt es euch. Sehr schön. Cool. Es wird also. Es wird richtig cool. So. Und dann würde ich sagen, holen wir uns aus dem Lager ein bisschen was zum Ernten. Wie weit sind jetzt die da hinten? Die scheinen da hinten, wir gehen spazieren oder sie fangen wirklich an. Wir helfen denen. Es ist ja irgendwie Mittagsshow und ich habe echt Angst, dass uns da Feld übrig bleibt. Jolly, wo stehst denn da im Schatten, gell? Geht's da schon wieder gut? Bist du wieder abgekühlt? Ey, das ist doch ein geniales Bild. Naja, da machen wir uns einen Screenshot. Also was. Sollen wir ja nicht geizen, ne? So, da huscht wieder ein Knipsler rum, da müssen wir ein wenig aufpassen. Etwas mit denen über den Haufen radeln. Und dann holen wir uns mal schnell aus dem Lager ein wenig was zum Sensen. Also, da halt eine Sense. Wir holen uns einfach eine Sense. So. Gut. Sehr schön. Zack. Da gerne da. Macht er denn der Bub? So, sehr schön. Also, wir haben noch einen Apfelbaum, hätten wir noch gehabt. Naja, ist nicht so schlimm. Da haben wir den. Dann Fischbaum, Pflaumenbaum. Sehr gut. Kirsch, Pflaumen, Birnbaum. Haben wir als Apfel. Genau, vier Sorten, glaube ich, Hans. Sehr schön. Okay, gut. Dann. Nehmen wir unsere Sense mit. Denn jetzt wird gesenst. Orange Sense. Jawohl. Da darf man dann eh auch wieder welche bauen. Für den nächsten Frühling. Irgendwann, so im Laufe der Zeit. Der ist ausgestattet. Genau. Dann, pass mal auf, Jolly. Wir gehen jetzt nochmal dahinter. Und werden da mal schnell mit. Die Leute unter den Armgreifer. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen da wegen Heffer. Ja, die ist am Werkeln. So. Ja. Jetzt kann ich die leider nicht abstellen im Schatten. Ja. Ganz ruhig. So.
Ich bin nicht gut in sowas. Überhaupt nicht, aber wir werden unser Bestes tun, ne? So, auf die 6. Und okay. Zack, zack. Naja, es geht ganz gut dahin. Aber ich traue mir Wetten drauf, dass dann definitiv die Ding im Eimer ist, die Sense. Danach. Ja, ich kann es danach knicken. Die Sense. Die ist durch, wenn ich da fertig bin. Dafür geht's relativ schnell. Du machst mit der Hand, oder? Ah, die hat so eine Sichel. Eieiei. Ja, da müssen wir definitiv denen die Sense an die Hand geben. Das ist halt ein Wahnsinn. Zack, zack. Schaut mal, wie schnell das geht. Wahrscheinlich mache ich noch irgendwas falsch. Aber egal, wir helfen denen jetzt auf jeden Fall. Ja, ja, wir machen da schon noch was falsch. Irgendwie da so lang. Da lang. So, und los geht's. Ab geht die wilde Fahrt. Oh ja, haben wir wieder da ein bisschen stiller. Aber wenn ich mir das so schaue, ist es nämlich schon Mittag, Homie. Und die wird damit nicht fertig werden, die Gutste. Und die haben so viel, da können sie das ganze Jahr dreschen. Und werden noch nicht fertig. Aber das werden wir jetzt dann eher ändern. Weil ja dann die nächsten. So, Mädel, jetzt musst du vorsichtig sein. Jetzt komme ich mit der Sense. Aber die werden definitiv effektiver sein als ich mit dieser Sense. Man kann sich ja da irgendwie mitdrehen, oder? So, ich habe keine Ahnung. So, sehr schön. Dann ist das nämlich jetzt geerntet. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. So, die Sense, die packt man da jetzt ein. Den Flachs bringen wir auch weg. Und dann gehen wir noch schnell ernten, weil die Bäume, glaube ich, haben nämlich auch noch voll mit Früchten. Bevor mir da irgendwas nicht in der Speisekammer landet und wir Hunger leiden müssen oder, was noch viel schlimmer ist, eventuell sogar Essen einkaufen müssen, das ich eigentlich nicht vorhabe. Sehr schön. Also, jetzt muss ich mal schauen, flachsmäßig sind wir mir sehr gut aufgestellt. Also wenn ich mir das anschaue, da wird es Zeit, dass unsere Gutste wieder kommt. Die kann Flachshalme verarbeiten, dass der Wahnsinn ist. Ne? Also die kann... Ich hoffe, dass die im Herbst schon loslegen kann. Und dass wir auch wieder unseren Holzfäller, unseren zweiten dazu kriegen, weil das wird immer weniger. Hölzerne Fiolen, naja, die können wir verkaufen. Die braucht kein Mensch nicht, ne? So viele Fiolen kannst du gar nicht verarbeiten. Das muss ich mal wieder einstellen. Gut. Dann wäre das einmal erledigt. Dann. Was wollt ihr jetzt? Ich wollte Äpfel ernten. Genau. Ich habe, wie viel Gewicht haben wir denn? 20 Kilo. Wir haben 60 Kilo Ernte. Die Sense, glaube ich, ist weg. Die habe ich weggetan. Den Holzhammer kann man. Obwohl, wir könnten nur schnell Upgrades auch machen. Ich glaube, wir haben ja wieder viel genug. Kalkstein, jawohl. Da geht der Bank. 32, das verbauen wir schnell. Jolly, viel Spaß. Bis später. Genau. So, haben wir unseren Holzhammer. Dann habe ich, hoffe, ich habe den zweiten nicht rausgeworfen. Nö, habe ich nicht. Gut. Nicht, dass wir dann da aufgrund von zu viel Optimismus, ne? Ist das ja. Oder wieder Mistbatterbub und alles rausgeworfen. So.
Was genial wäre, wär, wenn man so ein bisschen durch die Zeitalter durchgekannt hat. Also nicht nur hier so Kalkstein dann verwenden, sondern auch Scheiben oder irgendwie sowas erfinden. Dass zumindest die Häuser einigermaßen durch werden. Also wärmer einfach. So, erst durch, dann rüber über das und das nächste Häuschen. Oh, naja, da schauen. Zack. 4, 3, 2, 1, tada, fertig. Sehr schön, wird schon. So, wenn wir schon da sind, dann ernten wir das Zeug auch noch. Komm her, du Apfelbaumplantage. Tu mir den Hammer weg, den brauchst du nicht. Rasimir, den brauchst du jetzt nicht. Dann holen wir hier die Birnen ab. Ja, da wird dann Saft draus gemacht. Also brauchen wir, so wie sie das ausschaut, was der zweite Küche. Weil das Zeug kann man ja gar nicht verarbeiten. So. Sehr schön. Da wird gekocht. Das gefällt mir am allermeisten. Birnen. Hallo. Birnen. Sehr schön. Bleib mal. So. Kirschen. Dann. Schauen wir nochmal ganz kurz rüber. Da hängt nichts mehr dran. Das habe ich alles weggehört. Das bringen wir jetzt gleich zurück. Dann kann man eventuell sogar im Sommer noch ein bisschen was. Ja, genau, so werden wir es machen. Jetzt passt es mal auf. Die Birnen raus. Die Kirschen raus. Die Pflaumen raus. Sehr gut. Dann gehen wir da mal rüber. Schauen wir mal, was da noch geerntet wird. Und dann hat. Komm, auf geht's. Die. Glaube ich, haben aber dort. Nein, haben sie da nicht. Schau her, da hängt noch was dran. Da hängen noch die Birnen dran. Hat die überhaupt reif? Gut, dann kann ich das nicht sammeln, gell? Die schauen eigentlich auch ganz gut aus. Na komm. Birnen. Jetzt. So. Die Birnbäume. Wow. Die werden ja richtig groß. Das sind die ersten Birnbäume gewesen, gell? Die wir da gepflanzt haben. Oh, sehr schön. Ausgezeichnet. Na, da geht dann ein bisschen mehr runter. Top. Einwandfrei. Komm, na, der ist schon geerntet. Die glaube ich habe schon mitgenommen, oder? Das ist auch schon alles abgeerntet. Sehr gut. Wunderbar. Schauen wir unseren Hopfen noch. Ob wir da noch was zum Ernten haben. Und sobald wieder die komplette Mannschaft in der Feldarbeit drin ist, haben wir da dann keine Probleme mehr. Müssen wir uns da dann weniger drum kümmern. Ah, ich glaube, das ist alles schon geerntet, gell? Ja. Das ist alles durch. Sehr schön. Gut. Gehen wir da wieder oben rum. Eventuell baue ich da sogar noch einen Weg um. Hey! Pippin, oder Bazi? Lamberta? Aha, hat er zwei Freunde? Das ist schön. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, schmeißen wir mal den ganzen Mist, also den ganzen Graffel. Ich kann ein paar Beeren sammeln, gell? Tatsache, die sind auch reif. Wir schmeißen mal alles unten rein und dann kümmern wir uns hier um die Hauptstraße, dass wir hier noch ein paar Bäume pflanzen. Ich möchte hier einfach noch ein paar Bäume. So, wenn wir denn schon dabei sind, machen wir nämlich das auch noch. Noch haben wir Zeit. So, also, da haben wir noch ein paar Äpfel. Zack, da haben wir noch ungefähr 85 Birnen. Ich kann mal, wer soll denn das alles essen? Naja, ein bisschen was können wir auch verkaufen. So, also, wir haben ja 6 Stück von jedem. Du bist schmutzig. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Glaubt's mir, das ist überhaupt nicht schlimm. Und zwar folgendes. Hier brauchen wir noch einen Weg.
Den können wir eigentlich direkt gerade aus einer zimmern. Den machen wir jetzt daher. Zack. Hier brauchen wir auch einen Weg. Zack. Hier ebenfalls. So. Dieses Häuschen kriegt auch einen schönen geraden Weg. Dann hätten wir das. Da oben ist unser... Genau. Das da hinten ist alles verbunden. Das ist verbunden. Das ist verbunden. Der braucht noch einen Weg. Aber der kriegt den Weg hier nach unten. Weil ich nämlich hier Bäumchen hin will. So. Er hier kriegt auch einen Weg, aber halt hier lang. So. Noch ein Stück. Zack. Sehr schön. Der Rest ist wieder verbunden. Passt. Dann würde ich sagen, holen wir mal unseren Bauhammer. Halt, unseren Bauhammer. Blub, blub, blub. Abriss. Gebäude, Landwirtschaft, Plantage. So. Sehr schön. Jetzt die Frage, na, den werde ich da nicht reinbringen, gell? Oh nee, was habe ich mir denn dabei gedacht? Das ist ja sowas von schief. Zack, zack, zack. Zack. Aber dann muss man halt einzelne Plantagen machen. Ist aber nicht so schlimm. Es ist nur komisch, warum ich das... Ich habe das eigentlich gerade hier. Warum das so scheps worden ist. Oh. Aber egal. Wurscht. Ist schon wurscht. Haben wir uns ja so zusammenbastelt. Dann werden wir jetzt damit leben, dass wir hier ein wenig... Einzelbetrieb fahren müssen. Nichts Zusammenhängendes. Ist aber auch nicht so schlimm. Jupp. So her. Genau. Dann. Blub, bla, blub, bla, blub. So, da, da. Hier rein. Zack. Und hier rein. Ah ja, da kennen wir schon unsere ersten Helfer. Und machen... Unsere... Oh, das war cool, wenn hier einer reingegangen hat. Und? Das wäre der Hammer. Ja, geht. Genial. Hier auch noch einer her. Genialst. Sehr schön. Okay, also, das heißt, ich hole mir die Hake. Habe ich denn überhaupt eine Hake? Jupp, auf der 8 haben wir die Hake. Und legen wir mal schnell hier ein wenig was an. Na komm. Zack. Mal die Felder. Also die. Bis du kommst, dabei bin ich fertig. Ole, ole. Da unten. Ja, da noch. Blapp. Das war's. Gut. Dann holen wir uns die Setzlinge doch wieder raus. Und setzen mal hier ein paar Setzlinge. Einfach ganz wild durcheinander gemischt. Muss ja nicht einheitlich sein. Wie gut geht's denn unserem Säckchen? Oh ja, das geht schon. Wir nehmen mit Apfel. Wir nehmen mit Birnen. Apfel, Birnen. Ein bisschen Kirsch. Und natürlich die Pflaumensetzlinge. Die dürfen nicht fehlen. So. Fangen wir mal an. So. Jetzt müssen wir aber fast... Ja, okay, gut. Das machen wir jetzt einfach von unten her. So, zack. Wir fangen an mit Apfel. Zack. Ein Apfel. Dann. Das war der Apfel. Birne. So. Pflaume. Und ein Kirsch. Sehr schön. So. Dann geht's wieder von vorne los. Apfel. Hoppala. Birne.
Pflaume und dann nur Kirsche. Eine Kirsche. Zack. Und da herum haben wir noch einen Apfel. Sehr schön, haben wir ja einen Apfel, haben wir ja eh mehr als geplant. Sehr gut. Schauen wir mal. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges? Nö. Dann würde ich sagen, für den Winter, also ich bin noch fast am Überlegen, hier bräuchte man noch einen Weg. Da bauen wir jetzt noch einen Weg einer. Zack, hier rüber. Zack, einmal. Dann, das ist ja eine verzwickte Sache. Warum habe ich denn den so schief gebaut? Da habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht, gell? Komm, du kommst hier rüber. Dann kann ich hier nämlich schön Setzlinge hinsetzen. Und du musst hier runter gehen. In deine Schneiderei. Zack. Genau. Kriege ich jetzt hier noch einen Setz... Habe ich hier... Kriege hier gar nichts mehr rein. Hoppala. Eventuell muss ich das nochmal abreißen. Sehen wir jetzt gleich. Weil dann können wir nämlich hier... Nein, da geht nichts einer. Das kannst du knicken. Ja, aber das darf schon gehen, wenn wir hier mal kurz die Abrisskeule schwingen. Und zwar zack, zack und zack. Der Schotterweg geht weg. Und dann würde ich sagen, klopfen wir hier halt einen geschmeidigen Apfelbaum oder was einer. Genau. Ah, da geht er wie gerne. Das geht auf jeden Fall. So, da gibt es halt einen geraden Weg, gell? Wenn er. Ja, doch. Ist zwar nicht gerad, aber wir haben hier jetzt einen schönen Apfelbaum herin oder irgendwas. Das müssen wir noch überlegen. So, dann. Zack, zack, zack. Und hier. Ah, okay, das geht nicht. Da muss ich noch ein Stück umrutschen. Das ist irgendwie schief geworden. Aber ganz schön gewaltig schief. Pass auf, jetzt fangen wir hier an. Nein, ich fange schon da an. Hier, zack, schau her. Da geht einer. Dann geht da sicher noch einer. Ja. Und weiß so schön war, noch einer. Genau. Das ist zwar jetzt echt eine teure Sache. Und eventuell muss ich dann hier auch nochmal ein Stück weghauen vom... Oder? Ah, die kann man nicht wegklopfen, gell? Aber egal. So, und hier geht noch einer rein. So. Tatsache. Sehr schön. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder? 6 Stück. Muss ich danach nochmal. Das werden wir einfach ganz gemütlich nach oben zwingen. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Enner. Noch einen Setzling. War zu wenig Platz. Ja, jetzt. So. Cool. Dann. Die 7, halt die 8, wir planieren schnell selber, weil die sind jetzt nämlich schon alle im Feierabend. Die Bazis machen nämlich schon Feierabend und dann machen wir uns halt unser Zeug schnell selber fertig. Zack. Cool. Da werden wir dann auf jeden Fall Steinwände bauen und hier hinter mir den Holzzahn. Weil hier haben wir auch einen Holzzahn. Eventuell baue ich sogar einen Holzzahn rauf. Das müssen wir noch überlegen. Oh, da sitzen sie alle zusammen. Schau hier. Sowas ist herrlich. Irgendwann habe ich dann da die Schenke herin. Dauert nur noch gefühlte 100 Jahre. Und einen kleinen Biergarten. So. Setzlinge. Ah, ein Apfelbaum. Das ist gut. Dann bauen wir dann Apfelbaum an. Einmal Apfel. Dann. Zack. Birnbaum.
Hoppala, hängerblem am neu gesetzten Birnbaum. Am Pfläumle. Sehr schön. Dann kommt der Gersch. Und dann geht's wieder los mit dem Apfel. So. Und ein Birnbaum. Ich glaube, das war's jetzt erstmal mit den Setzlingen. Das heißt, den Rest bringen wir wieder zurück. Und wir hauen hier einen Deckel drauf. Wir haben eh schon wieder über 30 Minuten lang. Den stellen wir jetzt mal zurück. Da haben wir noch 2, 4. Dann sogar noch 3 und da noch 3. Dann haben wir genau noch 10 Setzlinge. Sehr schön. Da lasst sie dann ein bisschen was saften. Sehr gut. Okay, gut. Dann würde ich sagen, hier geht die Sonne unter. Und ich würde euch was wünschen. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Dann sind wir schon im Herbst. Genau. Wunderbar. Bis dann. Ich wünsche euch was, euer Fuchs. Ciao, ciao.